Sie ist die Farbe der Liebe, steht für Erotik, aber auch für Aggressivität. Emotionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie zieht uns an oder stößt uns ab. Die meisten Säugetiere haben sogar Probleme, die Farbe wahrzunehmen. Trotzdem, uns Menschen fällt Rot immer auf. Ich glaube, das ist evolutionär bedingt. Wir haben gelernt, dass wir bei Rot aufpassen müssen. Rot ist eine Warnfarbe. Giftige Tiere haben oft eine rote Färbung. Wenn wir das nicht rechtzeitig erkennen und da wirklich ganz schnell reagieren auf Rot, dann könnte es zu spät sein. Rot hat so viele Assoziationen. Wir sprechen ja sogar vom Rotlichtmilieu. Wir reden von der roten Karte, wir reden von der roten Laterne. Die Liebe ist warm und heiß, genauso wie das Feuer, die Glut. Die Farbe ist das aktuelle Thema der Hartlauer Fotogalerie. Hier sehen alle Rot. Ich denke, die Farbe Rot erregt Aufmerksamkeit und somit interpretiere ich auch die Bilder mit der roten Farbe, dass man hinschauen soll. Wenn ich das dann sehe, im Kontrast zu dem grauen Stein und der lockeren Landschaft hinten, dann ist das absolutes Zentrum, ist das rote Gebilde. In der Kunst wirkt Rot also nicht nur auf jeden anders. Fotografen setzen die Farbe auch bewusst völlig unterschiedlich ein. Entweder als kleines Detail, um etwas sozusagen zu highlighten, aber ganz genauso auch, um Bilder ganz bewusst mit einer entsprechenden Stimmung zu versehen. Rot ist absolut dominant natürlich. Es zu entdecken, zum Beispiel in einem Feld, wo sich zum Beispiel eine einzelne Mohnblume im grünen Kornfeld befindet, das ist die eine Aufgabe. Die andere Aufgabe ist es dann wirklich auch entsprechend umzusetzen. Weil Rot so dominant ist, kann man auch versuchen, es etwas vorsichtig einzusetzen. Also das ist wirklich eine Frage der Abwägung des Fotografen. Insgesamt 160 Fotos sind drinnen und draußen ausgestellt. Rund ein Drittel ist von österreichischen Künstlern. Die Kriterien für die Auswahl der Einreichungen sind dem Thema entsprechend vage. Die Farbe ist es, die die Bilder bestimmt. Die Motive selbst sind höchst unterschiedlich. Von Sportaufnahmen über Aktfotografie, von Landschaft über Porträts, quasi alles zum Thema Rot hier vorhanden. Es zeigt auch die breite Palette, die Rot eigentlich einnimmt. Also Gefahr, Leidenschaft, Energie, Liebe, Wärme oder Feuer. Wer sich selbst ein Bild über die Farbe Rot machen möchte, möglich ist das noch bis Ende September in der Hartlauer Fotogalerie am Linzer Pöstlingberg.